2. Dezember, zweites Türchen. Hallo Freunde des mit Kunststoff gefüllten Adventskalenders. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Stefan. Und heute geht's an die zweite Tür im Lego Star Wars Adventskalender im Jahr 2022. Wir sind gerade mal am 2. Dezember, wir haben also noch eine Menge Türchen vor uns und trotzdem gehen wir direkt ins Eingemachte. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Morgen, ich hoffe, es geht euch gut. Vielleicht macht ihr das ja auch gar nicht morgens, vielleicht macht ihr das irgendwann im Laufe des Tages, aber für mich ist Adventskalender irgendwie immer so ein Morgenritual. Das passiert sehr früh morgens. Irgendwie will man der Tag, will ich dann, wenn es schon soweit ist, dass der Tag auch mit Geklemme losgeht, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und siehe da, hinter Türchen 2 verbirgt sich eine Figur. Hurra! Kann ich, ja, ist wie schon das erste Türchen, das Gunship, ist auch Tür 2 jetzt thematisch eher nicht so meins. Aber ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen, das wusste ich schon, denn wer sich die Verpackung des Adventskalenders anguckt, weiß auch ungefähr, was drin ist. Und hiermit muss ich leben. Ich bin kein Klon, Krieger, irgendwas Fan. Mir ist diese Figur gerade, obwohl es eine bezaubernde Minifigur ist, eigentlich rein visuell, Schnurzpieps, egal. Aber egal, wir haben eine Figur und das finde ich deutlich besser als das erste Türchen. So, zeige ich sie euch auch mal. Also wir haben natürlich eine hübsche Figur, sie hat einen Beinprint, sie hat einen hübsch bedruckten Helm, sie hat einen Blaster, keinen Stud-Shooter, sowas mögen wir ja grundsätzlich lieber. Der Helm ist auch wirklich schön bedruckt, habe ich gerade gesehen. Da kann man wohl mit leben. Also es gibt deutlich schlechtere Möglichkeiten, einen Tag zu beginnen, als mit einer gelungenen Lego Star Wars Minifigur. Nur inhaltlich bin ich jetzt halt nicht dabei. Aber das ist dann halt auch noch so. Ich hoffe, ihr habt ähnlich viel Freude an der... Nein, ich hoffe, ihr habt viel mehr Freude an dieser Figur als ich. Das würde mich dann wiederum freuen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen früh wiedersehen. Habt einen tollen 2. Dezember. Bis dahin.